Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. Danke für Ihren Einsatz, Commander. Ich bin sicher... Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Commander, das war eine gefährliche... Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Das erwarte ich von allen meinen Leuten. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Ich werde ihn jagen und töten. Um jeden Preis. Diese Art Sprache gefällt mir. Bis dann, Rex. Shepard.
Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Darüber, dass die Gefahr sofort beseitigt werden muss, ungeachtet des Preises, der dafür zu zahlen ist. Sie hatten recht. Ich wusste immer, dass die Methoden der Zitadell-Sicherheit mangelhaft sind. Aber das ist nicht alles. Jetzt ist mir klar geworden, wie gefährlich diese Denkweise sein kann. Worte bedeuten gar nichts, solange Sie keine Taten folgen lassen, Garrus. Was werden Sie deswegen unternehmen? Ich werde mich erneut um die Ausbildung als Spectre bewerben. Das wird meinem Vater wahrscheinlich den Rest geben, aber ich muss es versuchen. Wenn es nicht funktioniert, dann würde ich fast alles andere probieren, außer zur Zitadell-Sicherheit zurückzukehren. Mit denen bin ich fertig. Keine Einschränkungen mehr, keine Politik mehr. Von jetzt an regle ich die Dinge auf meine Weise. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Denken Sie daran, wenn wir Saren begegnen. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder Shepard? Damit meine ich muss jetzt gehen. Bis dann. Hey Shepard, kann ich etwas für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadell übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadell auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadell, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht.
Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie mir nach, Joker. Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Tut mir leid, Commander. Die Normandie ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. Sind die Quaritianer besorgt, dass die Rückkehr der Geth dafür sorgen könnte, dass man ihrem Volk zorniger gegenübersteht? Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quaritianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben. Ich hoffe, dass die anderen Rassen das ebenso sehen.
Schön, Sie zu sehen, Commander. Zeigen Sie mir, ich zeige Ihnen die guten Sachen.